Und Hallöcher, Popöchen, liebe Freunde, mir ist vor ein paar Tagen etwas passiert und ich habe es tatsächlich gemacht. Und ich habe noch einen Spruch. Liebe ist kein Geschlecht und hat kein Geschlecht. Du bist richtig, ne? Samantha, sag jetzt mal bitte was. Das habe ich gefunden. Also hat Samantha sich gekauft. Sieht man das, Pili? Noch ein bisschen drin. Was heißt das, Maus? Love has no gender. Ja? Love has no gender. Maus, was heißt das nochmal auf Deutsch übersetzt? Liebe hat kein Geschlecht, wie du gerade Liebe gesagt hat kein Geschlecht. Bei uns ist mittlerweile viel aufgefallen, mir persönlich, arbeitsmäßig und immer das Rumgenörgelt, wie einige und andere Leute sich verhalten. Warte, ich muss mich mal kurz. Geht? Geht? Gut, alles gut, super. So, sich verhalten. Und ich fand den Spruch so toll, dass es doch eigentlich jedem scheißegal ist, wie jemand ist, wen man liebt. Einfach egal. Was kümmert das überhaupt andere Leute? Und als ich den Spruch gesehen habe, Entschuldigung, habe ich gemacht, ich werde es tun. Ich werde mir davon ein Pulli machen. Da kommt meine kleine Süße dabei und sagte, ich will auch eins haben, extra für die Schule. Gut. Die werden alle ein bisschen schräg gucken vielleicht, aber ich habe es getan. Und als Beweis ist heute ein Paket gekommen. Die waren sauteuer, die Pullis. Bitteschön. Sieht aus wie meiner, wegen der Schrift. Du hast ja neue, heißt, glaube ich, ne? Oder? Doch, ich hätte ja die dickere Schrift, glaube ich. Nee, ist das deiner? Ja, das ist das. Das tauschen? Ja, das ist die große Schrift. Doch, ja. Mein Pulli. Kann man sehen, Pili? Sag Bescheid. Super. Ich habe gesagt, ich werde mir eins machen. Und das ist mein persönliches Pulli. Und ich werde es auch hin und wieder mal anziehen, nicht nur bei Livestream, auch privat, weil die Leute wissen sollen, was Sache ist. Also die Konstruktion ist super. Das ist super. Und das Geld ist es wert. Das ist Samantas Schrift und sie wollte ihr tatsächlich auch haben als Beweis. Aber eine andere Schrift, weil die mochte ich so gerne. Sieht super aus, oder? So, liebe Freunde. So sieht das jetzt bei uns aus. Den werde ich heute auch bei der Arbeit schon anziehen. Und ja, ich bin auf eure Reaktion gespannt. Seht ihr das genauso wie ich? Bitte keine negativen Kommentare, lasst es gleich. Sowas will ich gar nicht erst hören oder wie bist du denn drauf oder wie auch immer. Sowas kommt nicht. Fox wird sofort Cut löschen. Also macht euch die Arbeit nicht. Und alle, die dafür sind und sagen, ey super, lasst uns einen Daumen hoch da. Es gibt immer wieder neue Themen und ich glaube, das wird uns ziemlich alle berechtigen. Und was ihr jetzt von mir denkt, das ist mir auch. Bis dann, euer Megalbass Foxy Satin. Tschüss.